Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Medienrunde nach dem Heimspiel unserer Zebras gegen den TSV 1860 München. Herzliches Willkommen den beiden Trainern Michael Köllner und Pavel Dotschev. Michael, dann darf ich dich zuerst um deinen Kommentar bitten. Ja, Gratulation an MSV zum 1-0-Heimsieg. Ja, schweres Spiel für uns, wie wir es erwartet haben. Aber ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, waren defensiv sehr aufmerksam. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht und glaube ich mit Lex in der ersten Halbzeit die beste Chance gehabt in der ersten Halbzeit. Ich glaube, wir haben wenig Tormöglichkeiten, aber wir haben, ja, wie gesagt, mit Lex eine sehr, sehr gute Möglichkeit in der ersten Halbzeit gehabt. Zweite Halbzeit, glaube ich, war es ebenfalls wieder ein gleiches Spiel wie in der ersten Halbzeit. Mit dem Rot und Elfmeter haben wir natürlich dann, hat es natürlich schon die Statik des Spiels dann extrem verschoben. Wir sind dann 0-1 in Rückstand, sind einen Mann weniger. Nichtsdestotrotz haben wir dann, glaube ich, relativ schnell nach dem Tor dann eine super Kopfballchance von Becker hier, die Weinkauf super hält. Ich glaube, Hiller hat dann gegen Palacios eine sehr gute, guten Reflex gehabt. Sonst haben wir alles versucht in der zweiten Halbzeit, dass wir noch den 1-1 Ausgleichstreffer erzielen. Ja, sollte am Ende nicht sein. Die Mannschaft hat sich voll reingehaut, hat alles gegeben und am Ende mit einem Mann weniger war es dann schwer, dann das Spiel noch zu biegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Pavel, bitte. Ja, ich kann auch sagen, dass jetzt nicht nur 1860 sich reingehauen hat. Zwei Mannschaften waren auf dem Platz, die unbedingt gewinnen wollten. Wir haben erste Minuten Probleme gehabt. Die Mannschaft von München 1860 hat uns sehr gut angelaufen. Wir haben das nicht verstanden, dass wir ab und zu mit einem langen Ball diese Pressing-Situation auch zu überspielen. Haben wir zu kompliziert zum Teil gespielt und waren wir auch leichte Opfer sozusagen. Dann nach 20, 25 Minuten haben sie schon ein bisschen öfter die langen Bälle auf Aziz Bouadouz vorne angefangen zu spielen und dann kam auch ein bisschen Entlastung für uns. Das ist schon richtig, dass das Spiel war nicht von beiden Seiten mit sehr vielen Torschancen, aber war trotzdem sehr, sehr spannendes Spiel, interessantes Spiel. Zwei, wie ich schon sagte, zwei Mannschaften, die richtig super gekämpft haben. Die Bedingungen waren auch nicht leicht zu bespielen, aber ich denke, dass wir auch durch diese Elfmeter und durch die rote Karte natürlich waren wir ein bisschen im Vorteil dadurch, aber oft ist ja so im Fußball, dass mit Mann weniger die gegnerische Mannschaft hat nicht mehr zu verlieren und gleichzeitig meine Mannschaft heute zum Beispiel hat das nicht clever genug, zum Beispiel kurz lang zu spielen, um Gegner ein bisschen ziehen zu lassen. Und das war natürlich das Spiel, trotz der Überzahl war spannend bis zum Schluss. Wir haben keine Chancen nach vorne so richtig kreiert. Und beim Standards natürlich, ob du Überzahl oder Unterzahl bist, das spielt gar keine Rolle. Und es war immer brandgefährlich. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir heute nach diesen englischen Wochen in 6 Tagen 3 Spiele ausgetragen und nach so einem verlorenen Spiel, bitter verlorenen Spiel in Saarbrücken vor 2 Tagen am Mittwoch, dass wir heute diese Leistung in der Lage waren zu bringen. Und das ist das, was ich auch an dieser Stelle an die Mannschaft Kompliment machen muss. Also bin sehr glücklich über diesen Sieg. Das war Arbeitssieg. Hätte auch anderes ausgehen können, aber wir sind die Glücklichen heute. Und ich wünsche an Michael und an 1860 alles Gute, viel Glück und sind noch so viele Spiele, so viele Punkte zu vergeben. Also alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, Pavel. Wir haben die Fragen der Medien gesammelt. Michael, für dich ist, glaube ich, keine dabei. Sorry. Pavel von Dustin Pacula von den Xtra News. Er fragt, wie bewertest du die Leistung von Leo Weinkauf und gibt die der Defensive nochmal einen Ruck, ein Selbstvertrauen? Absolut. Also man hat schon gesehen, dass er ein überragender Torwart ist und er hat heute 2, 3 Situationen gehabt, wo er retten muss und der war da. Und das ist auch für einen Torwart sehr undankbar, weil der hat auch nicht viele Chancen gehabt, aber der, was heißt nicht er, ich meine die Mannschaft von 1860, der war nicht warm geschossen, sage ich mal so. Und das ist auch Qualität für mich, wenn ein Torwart nicht viel zu tun hat, trotzdem immer da zu sein. Und 2, 3 Mal ist ja auch als Libero fast rausgelaufen, außer
außerhalb des Strafraums, hat er abgesichert, sehr guten Kontakt zu der Kette gehabt, also Abstand meine ich, zu der Viererkette. Also der war heute einfach bärenstark und natürlich ist auch, gibt uns auch gutes Gefühl auch für die Abwehr. Die zweite Frage von Dustin Pacula ist, welche Tugenden deiner Philosophie hast du heute in der Endphase der Partie gesehen? Ja, für mich war jetzt wichtig die Einstellung. Die war da. Also jetzt kann ich jetzt nicht besonders jetzt anfangen zu reden, dass wir sauber kombiniert haben oder da weiß was ich was, dass wir super verlagert haben. Das haben wir auch nicht gut gemacht, nicht gut genug für mich. Und für mich war heute entscheidend die Einstellung. Weil wie die Mannschaft, als Mannschaft, alle Mann, auch die reinkamen, wie die gekämpft haben. Das war für mich als Trainer gut tun. Also es hat mir eigentlich sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Da schließt die Frage von Joachim Droll von der Bild fast an. Viele oder die Spieler haben heute den inneren Schweinehund, sagt er, überwunden, über Schmerz und physische Grenzen gegangen. Wie sehr freut dich das? Besonders sehr natürlich für die Jungs, dass die mal sehen jetzt, wenn wir über den Punkt kommen, dass wir auch über die Schmerzgrenze kommen, dass wir auch mal auch so Siege zwingen können, das Glück zwingen können. Und das haben wir heute geschafft. Zum Beispiel in Saarbrücken war umgekehrt, da haben wir Rückstand, Gegentor bekommen, sind wir zusammengebrochen. Die Mannschaft muss mental stabiler werden und ich hoffe, dass solche Arbeitssiege heute, so wie heute, dass die uns für die Zukunft noch mehr Stabilität und Sicherheit gibt. Dirk Retzlaff von der WAZ NRZ und Fabian Kleintges-Toppel vom Reviersport fragen fast im selben Wortlaut, wie du die Abwehrleistung der umgestellten Defensive heute mit Dominik Volkmar und Sauer siehst. Ja, die Entscheidung war für mich nicht leicht. Also ich war hin und her gerissen, weil da sprach auch viele Sachen für Fleckstein. Da gab es auch viele Sachen für Volkmar. Und also ich habe schon ein paar, nicht so viel, aber schlaflose Nächte habe ich schon gehabt, um diese Lösung zu finden für mich, weil der Dominik Schmidt nicht in der Lage ist, in so einer Situation englische Wochen so auszuspielen. Und von daher war schon eine schwierige Entscheidung für mich und bin jetzt sehr froh, dass das gut funktioniert hat. Aber ich musste wissen, was ich mit Volkmar haben. Und auch Kembalis auf der rechten Seite gefällt mir viel, viel besser auf der halblinken Seite. Der ist sehr ruhig am Ball. Also diese ganze Kombination Linksfuß auf der Innenverteidigung plus Rechtsfuß, um die Seite zu verlagern, finde ich sehr, sehr gut. Und heute hat mir sehr gut gefallen. Die letzte kurze Frage, gibt es schon etwas Näheres zur Verletzung von Rico Palacios? Ja, das ist sehr, sehr traurig, weil ich muss sagen, ich habe kurz davor überlegt, ihn rauszunehmen. Er ist auch ein sehr intensiver Spieler vom Laufpensum her, der läuft sehr viel, der läuft sehr gut an, immer Laufwege in der Tiefe und heute offensichtlich war eigentlich die Belastung ihm zu hoch. Und das ärgert mich auch, dass ich ihn nicht runtergenommen habe, aber könnte ich nicht ahnen, so dass sowas kommt. Und das einzige Gute ist vielleicht, dass jetzt irgendwann Länderspielpause kommt und vielleicht danach ist er wieder da. Das ist meine Hoffnung. Da werden wir Anfang der Woche auch ein bisschen mehr wissen und genau, dann natürlich auch weitergeben. Ja, Michael, vielen Dank für die Geduld jetzt. Beiden Trainern, vielen Dank für die Statements. Euch einen guten Nachhauseweg mit dem Bus nach München und beiden ein richtig gutes Wochenende und uns, aber vor allem auch den Löwen, demnächst wieder ganz viel Erfolg. Vielen Dank, gutes Wochenende. Dankeschön.